Nach Tränenrauswurf. Das bereut zu an GNTM-Teilnahme. Diese Mini-Fehltritte kann sie nun nicht wieder gut machen. Am Donnerstagabend war es wieder so weit, bei Germany's Next Topmodel mussten die finalen 10 Kandidatinnen beim Shooting sexy duschen, sich für einen Mega-Job in der Badewanne präsentieren und haarlos vor der Jury laufen. 9 Mädchen konnten diese Galanes bewältigen, doch für Zöseit gab es kein begehrtes Foto. Nach ihrem Exit verriet die Wienerin nun, welche Verhaltensweisen sie im Nachhinein bereut. Sie weinte bittere Tränen und würde es nun am liebsten rückgängig machen. Nach der Ausstrahlung ihres Rauswurfs startete gemeinsam mit GNTM-Alumni Rebecca Mir, 26, einen Livestream auf der Instagram-Seite der Sendung. Auf die Frage, wie die Folge für sie gewesen sei, konnte sich die Blondine nur die Hände vor das Gesicht halten. Was ich da gesagt habe. Ich hätte mir so vieles sparen können, schämte sich. Besonders ihr tränenreicher Ausbruch bei der negativen Entscheidung der Juroren stört die 18-Jährige noch immer. Das sind alles Stressreaktionen von mir. Die Neugierde der Zuschauer, ob sie auch ihren Streit mit Victoria Pallas, 19, bereue, wollte nicht weiter befriedigen, ich möchte mit ihr einfach nichts mehr zu tun haben, erklärte das ehemalige Team Michael-Mitglied. Könnt ihr die Reue der 10 Platzierten verstehen? Stimmt in unserer Umfrage ab.